studieren, aber nicht nur trockene Theorie. Das war mir nach dem Abi wichtig. Hallo, ich bin der Florian und ich studiere an der Dualen Hochschule in Ravensburg. Bei Vetter habe ich mich beworben, weil ich als Teil des Unternehmens dazu beitragen möchte, Menschen zu helfen. Die Umstellung von der Schule zum Berufsleben war schon sehr groß. Schultage enden ja meist mittags. Im Arbeitsleben ist da gerade mal Halbzeit. Mir hat es besonders im Einkauf gefallen, weil ich dort enge Kontakte zu den Kollegen und zu Lieferanten hatte. Die Hälfte meines Studiums verbringe ich an der Dualen Hochschule. Dadurch, dass wir nur wenige Studenten in einem Kurs sind, können wir uns leicht mit unseren Dozenten austauschen. Ich finde es spannend, dass ich Fächer wie Organisation und Projektmanagement direkt im Azubi-Projekt anwenden kann. In diesem Projekt erklären Azubis aus unterschiedlichen Bereichen anderen Azubis die Prozesse bei Vetter. Auch Anja, die zurzeit am Standort in Chicago arbeitet, nimmt am Projekt teil. Im chemischen Labor erklärt uns Barisch, wie Qualitätskontrolle funktioniert. Und in der pharmazeutischen Produktion kennt sich Thomas aus. Hallo, ich bin Thomas und naturwissenschaftliche Fächer haben mich schon immer interessiert. Flüssige Arzneimittel herstellen und physikalische Größen messen, das ist die Welt, in der ich mich zu Hause fühle. Die Wirkstoffe müssen absolut steril abgefüllt werden, deshalb ist sauberes und genaues Arbeiten sehr wichtig. In Seminaren lernen wir, wie gute Kommunikation funktioniert. Im Umgang mit Kollegen und beim Präsentieren fühle ich mich dadurch viel sicherer. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, sich mit anderen Azubis und Studenten auszutauschen. Zum Beispiel beim monatlichen Azubi-Stammtisch. Vetter ist Experte für die Abfüllung von Spritzen und für deren Verpackung. Als Pharmakant überwache ich die komplette Verpackungslinie und führe Kontrollen durch. Manchmal müssen natürlich auch Einstellungen an den Maschinen vorgenommen werden. Hier arbeite ich dann mit den Elektronikern zusammen. Am Azubi-Roboter lernen wir, mit der Robotertechnik umzugehen. Hallo, ich heiße Katrin und Technik und ich, wir gehören einfach zusammen. Die Bandbreite meiner Ausbildung reicht von der Programmierung und Inbetriebnahme umweltschonender Anlagen bis hin zur Wartung und Organisation. Ich kann schon ziemlich selbstständig arbeiten. Unsere Ausbilder geben uns immer wieder Feedback und haben bei Fragen ein offenes Ohr für uns. Das Faszinierende an der Technik ist, dass sie sich immer weiterentwickelt, also sie bleibt nie stehen. Sie hilft dem Unternehmen zu wachsen. Dieses Wachstum bringt Arbeitsplatzsicherheit und für uns Azubis gute Übernahmechancen mit interessanten Aufgaben.